Wenn man mal von der Deckung die BAV anschaut, dann ist es so, dass wir zu einem ganz großen Teil Direktzusagen haben mit einem riesen Volumen, 250 Milliarden, auch in den Unterstützungskassen, da sind sehr viele alte Pauschallotierte dabei, immerhin 50 Milliarden. Die Pensionskassen, die wurden in der Vergangenheit natürlich auch sehr gepusht. Ich habe mal eine Umfrage gemacht über Xing in verschiedenen Foren, auch in großen Forum Finanzvorsorgeexperten mit über 11.000 Mitgliedern. Sind Versicherungslösungen der BAV für einen Arbeitnehmer noch attraktiv? Und da haben 53% mit Ja, 41% mit Nein und 6 haben gehabt, kenne keine andere Lösung. Die Differenz, ja, sind Rundungen. Wir haben dann gesagt, worauf kommt es im Rahmen einer BAV-Beratung an? Und das war ganz interessant, die Frage. Da haben 75% auf Rechtssicherheit, 58% Sach- und Realwerte statt Papiere und Staatspapiere, was ich so als das größte Problem derzeit sehe. Vermeidung von § 89 VAG haben gerade mal 50% gesagt. Kann auch daran liegen, dass die anderen 50% ihn vielleicht nicht kannt haben. Angemessene und faire Vergütung, okay, soll jeder immer haben. Und ganz interessant, 83% Nutzen und Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und das wundert mich natürlich sehr, weil wie soll es funktionieren, wenn Geld unwiderruflich aus dem Unternehmen rausfließt, der Arbeitgeber nie mehr daran kann, das nicht stornieren, beleihen, rückübertragen, verkaufen, gar nichts kann, wo soll da der Nutzen für den Arbeitgeber liegen? Und wenn es dann bei der Versicherung ankommt und eine Rendite bringt von, ja, wenn es gut geht, ein bisschen über Null, mit einer großen Wahrscheinlichkeit oder in gewisser Art und Weise vielleicht auch weniger als Null, wo soll der große Nutzen für den Arbeitnehmer liegen? Aber es wird als wichtig angesehen und anerkannt. Und wenn man mal so eine Entscheiderstudie im Auftrag von der Standard Life anschaut, was der BAV für Chancen beigemessen werden, dann sieht man durchaus, dass da noch relativ große Chancen drin sind, den Anteil der BAV bei den Mitgliedern in den Trägerunternehmen zu erhöhen. Und wenn man mal die Trendwende anschaut, was hat die größten Steigerungen, dann ist es mit fast verdreifacht, vervierfacht die Unterstützungskasse und auch die Direktzusage gut vervierfacht, klar auf niederem Niveau, aber einfach in der Akzeptanz ansteigen und nicht eventuell weiter zurückgedrängt. Und wenn man fragt, was ist überhaupt gefragt und was ist das Wichtigste, dann ist das Wichtigste Insolvenzschutz. Ja, Insolvenzschutz schaffen wir ganz gut mit der pauschallotierten Unterstützungskasse. Den haben wir wie in allen anderen Durchführungswegen Kraft Gesetzes, also wie in der rückgedeckten Unterstützungskasse oder Direktzusagen zum Beispiel. Auch ganz wichtig, Transparenz des Angebots. Das werde ich im zweiten Teil vorstellen. Ein Sparbuch, wenn was funktioniert, quasi wie ein Sparbuch, transparenter kann etwas gar nicht sein.